Hallo und weiter geht's mit C4. In der dunklen Stadt, wo seltsame Dinge vor sich gehen, welche wir weiter ergründen werden. Und die Leute ihres Hab und Guts erleichtern. Derselbe Albtraum. Hallo, ihr beiden. Ihr seht traurig aus. Wollt ihr eine Geschichte hören? Jede Nacht derselbe Albtraum. Aber ich will euch eine Geschichte erzählen. Hör auf, von einem Albtraum zu erzählen. Wenn ihr Geld habt, bin ich okay. Mann. Dann nicht. Mutter hatte recht. Mit geschlossenen Augen sieht die Stadt am so besten ist es. Aus. Nun gut. Schauen wir unsere Ziele an. Wir haben hier einige Missionen angenommen. Fangen wir mal mit den Nebenmissionen an. Die sind doch sehr schön auf der Karte hier markiert durch die Pünktchen. Welcher leuchtet denn jetzt? Ach, der ganz unten. Der. Nehmen wir den hier, der ist am nächsten dran. Stiel der Handspiegel. Es heißt, am Weg des Barons gibt es eine rekordverdächtige, schmucke Kleine mit jede Menge Verehrern. Einer von denen hat ihr einen wertvollen Handspiegel gekauft, der einen perfekten Geschmack für meinen Komfort wäre. Okay, das okay. Geh und befreie die hübsche Dame von den Tyrannen. Nein, der Schönheit. Du tust dir einen Gefallen. Wenn du das sagst. Oh, muss ich jetzt trotzdem noch da? Habe ich das jetzt aktiviert oder? Da. Verfolgen. Müssen wir nicht da lang, sondern hier links rum. Oder können wir auch da lang? Ich verhungere. Diebesbedarf zu diebischen Preisen. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Na, zeig mal her, mein Freund. Breitpfeil. Feuerpfeil. Wasserpfeil. Was? Erstickungspfeil? Beim Aufprall wird das aus dem Gehäuse an der Pfeilspitze ein giftiges Erstickungsgas freigesetzt. Okay, das wollen wir nicht. Seilpfeil haben wir auch keine mehr. Die sollten wir vielleicht mal kaufen. Wir haben ja einiges an Geld beim Juwelier rausgeholt. Stumpfer Pfeil für Schalter. Kosten ja nichts, wenn wir mit so viel Weg nehmen können. Leuchtbombe. Das Schwarzpulver und die Säure der Projektil reagieren beim Aufprall nach dem Werfen miteinander und erzeugen einen hellen Lichtblitz, der Leute verwirrt. Das Klauen von Blüten dieser Blume, Chef Garretts Institution, stellt Fokus wieder her. Ach, das ist bestimmt hier für unsere Augen. Sollten wir vielleicht mal eine mitnehmen. Nahrung brauchen wir nicht. Wie viele Breitpfeile haben wir? Kaufen wir auch mal. Feuerpfeile. Pfeilspitze reagiert mit einem beim Aufbau ausgelösten Funken und erzeugt eine kleine Flamme. Die brennbare Materialien im Brand stecken. Nehmen wir auch mal welche von mit. Wasserpfeile. Können wir auch gebrauchen. Erstickungspfeile brauchen wir nochmal nicht. Und die haben wir auch. Was gibt's noch? Ressourcen verkaufen. Nö. Ah, Upgrades. Oh, jetzt haben wir schon so viel Geld ausgegeben. Verdammt. Hätten wir uns den Schraubenschlüssel holen können. Bogenballons. Verringert die Zielzeit. Bogenstärke, Köcherkapazität, Lederhärtung. Das mit der Rüstung ist schon mal sehr gut. Schlagstock, leichten Schaden, deutlich erheblichen Schaden. Schlösserklacken. Ja, das können wir ja schon mal hier verbessern. Ausverkauft. Ach, das haben wir jetzt schon auf 2. Perfekt. Für euch habe ich immer geöffnet. Die Königin der Bettler in der Kapelle. Was ist das denn? Nein, das jetzt machen wir noch nicht. Ich quatsch und der auch. Das ist bestimmt gerade sehr unpassend gewesen. Hilfsobjekte kaufen. Asche und Salbeöl. Verringert den Schaden durch Feuer und Fallen. Diesen verwittert Medaillon sind Blätter, durch die ein starkes Wind bläst.
eingeschnitzt. Es wurde im Grab von Josef bla 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 verringert die Trefferchance feindlicher Projektile. Naja. Kann ich euch für nichts begeistern? Nein. Hör zu, die Schwarzkittel wollten Mortimer vertreiben. Also das würde ich nicht versuchen. Hat sich natürlich aufgeregt, also haben sie ihn verprügelt. Ach, du hast nichts. Aber es ist schön, dass du die Tür beim Pinkeln offen lässt, der Typ. Hallo ihr. Zeitung lesen. Einer hat am Glockenturm Selbstgespräche geführt. So hat's bei den Nachbarn über uns auch angefangen. Wie ist es ausgegangen? Ich kam ins Burrick und ging nicht zurück. Schön hinkotzen. Was soll ich denn sonst arbeiten? Soll ich den Kanal schrubben? Okay, kommen wir hier nicht raus? Da sind irgendwie keine Türen. Was haben wir hier? Ein Kleiderständer. So hungrig. Was ist das da oben für eine Vorrichtung? Na gut. Müssen wir doch irgendwie andersrum? Wahrscheinlich dann dadurch. Ich friere. Oder wo geht's hier hin? Die Stadt Stone Market. Ja, möchte ich. Ich glaube nämlich, da müssen wir hin, um hier die Dame von ihrem Spiegel zu erleichtern. Ich suche mal kurz was zu trinken. Mein Mund wird nämlich gerade schon wieder etwas trocken. Ich sollte mit der Königin der Bettler reden. Genau das solltest du. Aber erstmal wollten wir die arme Dame von ihrem Spiegel befreien, damit sie nicht mehr sieht, wie gut sie aussieht. Das konnten wir uns leider nicht den Schraubenschlüssel aneignen, weil uns dafür noch ein bisschen Zeug, naja, nicht Zeug, sondern Geld fehlt. So. Da hinten müssen wir irgendwo hin. Und hoch hier. Hüpf, 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 hüpf. Das ist die Kapelle, wo wir uns mit der Dings treffen sollten, aber wir wollen da ganz hinten hin. Und springen. Na, können wir nichts aufmachen. Aber hier rüber. Na, du sollst ja doch... Genau. So sollst du dahin, mein Freund. Ein goldener Aschenbecher. Da muss aber jemand dicke haben. Springen mir hier die Katzen wieder auf den Tisch, unglaublich. Huch. Ach, wenn wir hier auf die Bücher treten, machen die Bücher Geräusche. Wir können uns hier hinter dem Geländer verstecken. Das bringt mal gar nichts. Ich bin froh, wenn das zumindest in unserer Situation gerade nicht viel. Stiehl den Handspiegel. Innere Schönheit. Kundenauftrag. Gut. Wir sind schon nah dran. Da drüben soll es sein. Gehen wir mal runter. Haben wir da unten Leute? Kannst du sogar die Leiter benutzen? Welch praktische Erfindung. Ich sagte doch, du kannst nicht zurückkommen. Ich kann doch sonst nirgends hin. Nirgends? Was? Hat die Wache das Kreuz an deine Tür gemalt? Ja, und ich bin kein Schwermütiger, aber es ist sinnlos, denen das zu sagen. Komm mal da hoch jetzt. Da ist das Fenster. Da, 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 da. Kann man da irgendwie hochspringen? Ah, vielleicht mit einem Pfeil. Seil, Pfeil. Da nicht, da nicht, da nicht. Nirgends, nirgends, nirgends. Das ist natürlich jetzt Kacke. Kommen wir nah ans Fenster. Versuchen wir es hier nochmal hoch. Hier ging es hoch. Da lang, da lang, da lang.
darüber schaffen wir das so nicht. So, das nochmal. Geh nochmal hoch. Auf! Ups. Ja. Das war doof. Einfach mal in den Tod gestürzt. Der arme Garrett. Ja, Ladescreen, Ladescreen. Und weiter wollen wir. Sind wir hier? Ist noch irgendwie, ob, versuchen wir mal auf irgendwas die Seite zu kommen. Blöde Wachen. Bleiben wir hier einfach im Dunkeln ein bisschen hocken, bis sie vorbeigegangen sind. Was die wohl in den Eintopf werfen? Ratten, immer noch Ratten, ganz viele Ratten. Na, nimm das schon. Hey, Penner. So sitzen wir hier im Licht. Willst du den Leuten dein Elend zeigen? Ich glaube, das brauchen wir nicht ausschalten. Huch. Anscheinend ist hier doch jemand. Zumindest pfeift hier jemand. Ist der über uns? Weil die beiden müssen ja auch wieder kommen, da sind sie. Schnell verstecken! Hinter der Säule. Und haut schon ab. Habt ihr nichts verloren. Oh, da oben ist auch irgendwas. So. Harte Zeit. Ja. Deswegen nehme ich auch alles mit, was ich kriegen kann. Ihr Pappnasen. So, kommen wir da irgendwo hoch? Na, was bist du denn für einer? Auch nicht. Hm. Wie soll denn das bitte funktionieren? Da ist auf jeden Fall das Fenster offen, da müssen wir irgendwie hochkommen. Wundert mich, dass sie noch keine Gebäude für Feuerholz einreißen. Bring sie nicht auf Ideen. Echt, das wäre ein bisschen sehr dreist. Okay, hier kommen wir hoch. Hoch, weiter Knopf, den hier. Ich habe in einer Absteige bei Morningside gewohnt. Da liegen überall nur Bettler und Leichen. Wie im Rest von Stone Market. Komisch, wenn der Wind umschlägt, dann fällt sowas wie Schnee. Asche. Aus der alten Fabrik in der Vale Street. Was verbrennen die dort? Stone Market, die Rinne. Sehr dachmäßig hier. Oh, hier hinten haben wir auch Sachen zum Klauen. Vielleicht kriegen wir die ja mit. So. Versuchen wir hier erstmal. Straßen gibt es bla bla bla. Ein neues Wunderelixier gegen den Schwermut. Echte Arznei sein. Dr. Treu hat angeblich das Heilmittel gebraut. Ich sollte auch die Buchstaben richtig lesen. Verfolgen wir mal kurz die Quest, weil da sind wir gerade kurz vor der Tür, wie es aussieht. Ja, hier sind auch sonst niemand, keine Wachen. Und hier haben wir das Fenster. Klick, 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 geh auf. Komm schon. So, jetzt aber. Glaubst du wirklich, dieser Doktor braut was Besseres als die anderen Dreckselixiere, die man überkauft? Feuert für jedes Wehwehchen ein sündhaft teures Elixier. Würdest du ein Heilmittel von einem Mann kaufen, der selbst die Schwermut hat? Oh, da braucht man... Aber Marco sagt... Ich sag dir, was Marco sagt. Bla bla, ich tu so, als hätte ich Ahnung und nur Idioten glauben. Das klingt wirklich so ähnlich, stimmt schon. Oder?
Was soll man denn heute noch glauben? Ja, meistens glauben euch nur Idioten, ihr komischen Medizin-Männer, die eigentlich gar keine Ahnung haben. So, Stift 1 drin. Brauchen wir den zweiten. Da ist 2. 3. Und hier war die 4 irgendwo. Da oben. Immer oben ist der letzte. Oh, da ist der Doktor. Auch nicht bewegt. Die Menge der Galle muss proportional sein zur Speichelmenge, denn sonst... nicht gut, gar nicht gut. Hab mich nicht gesehen? Hab mich nicht gesehen. Hat hoffentlich jetzt keiner gehört. Das war nämlich nicht so gedacht. Erstmal machen wir den hier. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. So. Schauen wir uns mal um. Troys angebliches Heilmittel. Ich glaube nicht an Wunder in Flaschen. So, das hätten wir schon mal. Schauen wir mal, wer hier nebenan ist. Okay, Wachen. Wahrscheinlich liegen hier auch wertvolle Sachen auf dem Tisch. Oh, aber 3 Wachen. Ne, 2, das war ein Skelett. Ne, das muss nicht sein. Da wären wir sonst reingekommen, hätten wir das Ding öffnen können. Da hätten wir einen Schraubenschlüssel gebraucht. Da drin sind die Wachen. Da haben wir noch ein Fenster. Das Licht hier schon mal ausmachen. Einfach nur, damit wir uns wohler fühlen. Karte ansehen. Okay. Nun machen wir dahin. Auf nach draußen. Hier war das Fenster. Schauen wir uns gleich mal die Mission an für den Typen nebenan. Da gibt es ja auch irgendwas zu holen. Bei dem Nachbarn des Doktoren. Oh. Nochmal ins Menü. Ziele. Schrauben, selig. Triff Echo in seiner Werkstatt. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Von einem alten Vertrauten im Stone Market. Einer der Mechaniker des Barons hat sich selbst ständig gemacht. Sein Name ist Hector. Ein seltsamer Kauz, aber die Bezahlung ist gut. Und dem Baron eines reinzuwürgen, versüßt das Ganze zusätzlich. Ach, hier mal. Dann machen wir da mit. Weil der Baron macht ganz abgefahrene Sachen. Huch. Plumps. Liegt hier irgendwas rum? Nö. Dann gehen wir mal zum Handwerkerkollegen, was er so zu erzählen hat. Na, hier gedrückt halten. Ja, hallo. Okay, doch nur einmal drücken. Sein Handelshaus. Schauen wir mal rein. Wo habe ich mein Trinken schon wieder hingestellt? Es ist so dunkel hier. Oh mein Gott. Brauchst du so ein blau leuchtendes Auge? Klick, klick. Ah, verdammt. Hat so schnell geladen. Guck gern hin hier um Fußboden. Ah, da vorne ist unser Kamerad. Hey, du. Wer dir wohl... Hector, nehme ich an. Seid ihr das? Der Meisterdieb? Wer ist euer Freund? Das da ist mein Metallmann. Mein Lebenswerk. Uhrwerke und Maschinen. Er könnte die Stadt revolutionieren und mir die verdiente Anerkennung verschaffen, wenn der verdammte Baron nicht wäre. Der Baron ist ein Narr. Er wurde ungeduldig. Ich sollte das Projekt zerstören. Aber das konnte ich meinem Metallmann nicht antun. Der Auftrag. Worum geht es? Mein Freund ist fast komplett. Aber der Abschaum, der mir half, ihn zu bauen, hat mich hintergangen. Er hat sogar die mechanische Hand meines Metallmanns gestohlen. Die ihr zurück wollt. Genau. Alfonso, der schmierige Schneider aus Stone Market,
hat die Hand in seinem Laden. Bringt sie mir und es soll euer Schaden nicht sein.